Hallo und herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator 17 auf der Sosnowka Map mit mir, dem Real Joe Pim. So, neue Aufnahmesession und ja, wir switchen mal wieder durch. Ach stimmt, hier waren die Helferinnen unterwegs. Die starten dann natürlich auch wieder und ihr seht es ja schon direkt im Bild. Ja, es sind neue Mods hinzugekommen. Wir geben der auch mal Allrad, dass er auch wirklich vorankommt. Und hier arbeiten wir hier, komm, ich würde sagen, hier arbeiten wir mal eben gerade ein bisschen selber. Können wir auch mal machen, schadet uns nichts. So machen wir. Und dann natürlich, nee, unten bleiben, anschalten, das wäre ganz gut. So, und Tempomat noch rein. Los geht's. Können wir ein bisschen was ja auch noch selber machen. Vielleicht sollte ich auch noch aktivieren, dass wir hier auch wirklich geradeaus fahren. So, so wäre gut. Und ich drehe dann immer den Tempomat noch runter, dass wenn ein Wendemanöver kommt, dass wir das schön selber machen können. Ja, ihr seht es unten im Stream wurde schon immer gefragt, oh, ist das ein Drehzahlmesser? Jein, irgendwo auch, aber irgendwo auch wieder nicht. Das Ganze ist die Mod Fuel Adjust. Die regelt den Spritverbrauch, weil Giants stellt hier uns ja nur zwei Wahlmöglichkeiten zur Verfügung. Sau wenig und noch viel weniger. Und der regelt halt, dass der Spritverbrauch dann wirklich auch mal etwas höher ist, dass wir da ein bisschen was verbrauchen. Wir sehen jetzt hier, da gehen jetzt halt mal, ja, jetzt gerade so etwa 27 Liter die Arbeitsstunde durch. Bei Traktoren und so auch gang und gäbe, dass wir nicht den Spritverbrauch rechnen pro 100 Kilometer, sondern den eben rechnen pro Stunde. Gut. Und das wird hier halt, ja, wird jetzt schön mit so einer kleinen Analoganzeige dargestellt. Gefällt mir richtig super. Hat sich Blackie ordentlich was einfallen lassen. Zu finden das Ganze ist auch natürlich in meiner Modliste, die in der Videobeschreibung verlinkt ist, steht's auch drin. Zu finden ist das Ganze über die Black Panther Group und zwar dort eben im Forum. Und ja, anmelden, einloggen und dann dementsprechend sich das runterladen und auch andere durchaus nützliche Mods vielleicht. Ist ja auch immer so ein bisschen Geschmackssache, was braucht man wirklich, was will man nicht haben. Aber da sind ein paar Sachen dabei, die kann man doch, denke ich mal, ganz gut gebrauchen. Ja, einige haben gesagt, sie verstehen nicht, warum ich Vehicle Sort rausgenommen habe. Sie hätten keine Probleme. Ja, dann freut euch, dass ihr die nicht hattet. Ich hatte Probleme. Also Probleme direkt nicht. Der Spielverlauf wurde ja jetzt nicht unbedingt weiter gestört, aber mich stört es, wenn ich Callstacks in die Lok reinbekomme. Ich habe gerne eine saubere Lok und deswegen ist er halt rausgeflogen. Ich habe aber einen Ersatz gefunden. So viel können wir schon mal sagen. Schauen wir da schon rein? Schauen wir da schon rein? Ich könnte jetzt fies sein, könnte sagen, ach nee, komm, ich warte noch ein bisschen. Und dann haben wenigstens ein paar Leute mehr einen Grund, länger zuzuschauen. Ja, generell muss ich auch sagen, es könnte sein, dass das die letzte Aufnahmesession ist. Ich bin im Moment absolut nicht davon überzeugt, das hier weiterzuführen. Weil ich halt einfach mir wieder die Aufrufzahlen anschaue und ja, ich mich halt frage, warum hat man mich denn abonniert? Denn wenn ich noch nicht mal mit einem Let's Play von dem Spiel, was ja, was immer am meisten auf meinem Kanal gefordert wurde, wenn ich mit diesem Spiel es noch nicht mal schaffe, 10% meiner Abonnenten zu erreichen, dann läuft für mich hier irgendwas schief. Und da muss ich dann halt sagen, nee, dann höre ich da lieber auf.
habe ich entweder einen Tag mehr Ruhe für die Stimme, weil ich die Aufnahme hier immer auf einen streamfreien Tag lege. Und gerade da ich es im Moment auch so ein bisschen im Hals habe, die Nase geht ein bisschen zu, also irgendwie so eine kleine Erkältung eingefangen, die ich aber gar nicht erst vorhabe, richtig auszubrüten. Die wird im Keim ersticken gelassen. Aber ja, da ist das natürlich dann mit ein bisschen mehr Ruhepause doch auch ganz angenehm. Oder aber eben, dass man sogar sagt, nee, dann streamt man sogar noch einen Tag mehr. Also jetzt im Moment ist es ja so, dass ich 5 Tage die Woche auch hier locker lässig streame und wer schon bei Twitch reingeschaut hat, wer schon mit dabei war, der sieht gerade beim LS. Gibt es, glaube ich, keinen Stream, der oder zumindest in der letzten Zeit wüsste ich jetzt nicht, dass da ein Stream dabei ist, der unter 4 Stunden lang war. Also, das werden immer relativ lange Streams. Da kommt man dementsprechend auch voran. Gar keine Frage. Das ist mit so einem Let's Play natürlich 15 Minuten, selbst wenn es 20 sind am Tag, nicht zu vergleichen. Aber ja, von dem her. Und vor allem, wenn ich halt dann auch schaue, dass ich beim Livestream gar nicht so viel weniger Zuschauer habe. Und vor allem, die sind dann live da und die Videos sind wirklich rund um die Uhr verfügbar, wo also viel mehr Leute die Möglichkeit hätten, sich die Videos anzuschauen. Das ist schon so ein bisschen seltsam. Also ich habe jetzt in den Livestreams doch auch schon öfter mal die dreistellige Zuschauerzahl geknackt. Von dem her glaube ich, macht das doch auch vielen Spaß, dort aktiv zuzuschauen. Und daher werde ich, glaube ich, eher da rein mich steigern. Weil, wie gesagt, hier, das haut mir nur meine ganzen Statistiken kaputt. YouTube rankt mich immer tiefer, weil die natürlich auch sagen, ja, gucke mal an, der schafft ja noch nicht mal 10% seiner Abonnenten zu erreichen. Da können die Videos nicht gut sein, da braucht er kein gutes Ranking. Und ja, je schlechter das Ranking, umso weniger besteht die Chance, neue aktive Zuschauer zu finden und so weiter. Also von dem her, es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Ich schaue mir es gerne noch die nächsten Tage weiter ein bisschen an, aber die Zahlen sinken ja auch von Tag zu Tag noch mehr. Daher tut es mir leid, wenn ich das so sage, aber sehe ich jetzt nicht die große Hoffnung. Gut, inzwischen haben wir ja ein bisschen Zeit rumgebracht. Ja, es gibt noch eine Mod, den Vehicle Group Switcher. Und da werden wir jetzt gleich mal ein bisschen sortieren. Dann machen wir hier Gruppe 1 ist eben die Traktoren. So, den Stepa, den können wir mal hier, oder ja, doch da. Gruppe 0, warum denn nicht? Das hier ist auch Gruppe 1. So, und mehr haben wir im Moment noch nicht. Das heißt, wenn ich Gruppe 1 wähle und in der Gruppe 1 eben dann hier kann man auch immer so in der Gruppe selber durchschalten, dann schalte ich wirklich immer nur die Traktoren durch und nichts anderes. Ah, wir schauen mal wieder nach vorne. Sie ist also bald fertig. So, wir gehen wieder hier rein. Lülülülülü, einmal nach vorne gucken. Das ist neu. Ja, was haben wir denn sonst noch an neuen Mods mit drin? Eine Sache werden wir im Shop bald sehen. Und ja, sehen, während wir sehen, weil wir brauchen ja bald Saatgut. Das heißt, das müssen wir uns irgendwie ja dann doch mal allmählich auf den Hof schaffen. Und ich habe mir überlegt, ich werde mir ein Fahrzeug mieten. Ich werde mir ein Fahrzeug mieten, was ich später auch für die Tiere durchaus dann einsetzen könnte. Und da ich vermute, dass das Ganze eben nicht die mega vielen Arbeitsstunden bekommt, glaube ich, dass hier die Miete doch sinnvoller ist als das Kaufen. Weil eben natürlich wenig Arbeitsstunden macht natürlich auch wenig Arbeitsstunden an Miete. Man zahlt halt natürlich dann die Tage, ganz klar.
Aber die Stunden sind ja das, was das Teure ist. Und die Miete hat natürlich auch, dürft ihr nicht vergessen, die hat einen Vorteil. Die Unterhaltskosten fallen weg. Die sind im Prinzip in der Miete mit eingerechnet. Aber so, wenn ihr ein Fahrzeug habt und habt dort eben wenig Stunden, aber ihr behaltet es lange, lange, lange am Hof, gehen dort die Unterhaltskosten natürlich auch enorm nach oben. Und bei Miete, da bleibt das eben weg. Und dann gleicht sich der Preis für die Miete auch immer mehr aus. So, Grubber ist gleich fertig. Sehr schön. Dann können wir hier die Saatmaschine natürlich vom Helfer weiterfahren lassen. Müssen den Grubber wegstellen. Wie war das denn? Wir müssen dann natürlich auch nochmal hier einmal Dünger drüber schmeißen. Und dann könnten wir, ja, mit Blick auf die Uhr wohl die nächste Folge erst. Dann könnten wir in den Shop gehen, könnten uns da noch eine weitere Mod anschauen, die eben dazugekommen ist. Und last but not least, wir haben noch eine weitere Mod. Und zwar, ich habe mich ja doch hier und da, besonders in den Livestreams, gerne über das Wachstumsverhalten hier aufgeregt, weil Giants das ja irgendwie immer noch nicht wirklich in den Griff bekommen hat. Aber inzwischen hat er lieber Upside Down. Dann den Growth Manager wieder konvertiert. Den gibt es jetzt auf ModHoster wieder für den LS17. Und der ist natürlich auch mit reingekommen. Ich habe ihn diesmal anders eingestellt, wie ihr das vom LS15 von mir kennt. Beim LS15 hatte ich ja im Prinzip ja meist so ein bisschen mit dem Faktor gespielt. Und Wachstum rein um Mitternacht. Hier bin ich jetzt hingegangen und habe gesagt, nein, Wachstum ist auch tagsüber. Dafür habe ich aber den Faktor auf 1 gelassen, also auf Standardwachstum. Das heißt, wir können uns auch mal hier eben einblenden. Und dann sehen wir eben die Wachstumszeiten. Wheat, also Weizen, 6 Stunden. Gerste, 6 Stunden. Raps, 6 Stunden. Sonnenblumen sind 6 Stunden, die Sojabohnen 6 Stunden, der Mais sind 6 Stunden, die Kartoffeln und die Zuckerrüben. Oh ja, die sind auch 6 Stunden. Auch das war früher schon teilweise anders, dass die länger gebraucht haben. Was für mich eigentlich eine Überraschung war, der Ölrettich, der ja als Zwischenfrucht hier zum Düngen und so weiter, der hat 10 Stunden. Das heißt, wenn wir jetzt hingehen und machen uns den Ölrettich mal eben aufs Feld, müssen wir 10 Stunden warten, bis der angewachsen ist, bis der eine Wachstumsstufe weiter ist, um den einzugrubbern. Oh, ich hatte die Saatmaschine gar nicht gehoben. Ups. Also 10 Stunden müssen wir da warten. Und in der Zeit sehen wir, ist egal, ob wir Weizen, Gerste, Raps, was auch immer nehmen. Das ist nach 6 Stunden schon eine Wachstumsstufe weiter. Das heißt, nach 10 Stunden ist das sogar schon fast 2 Stufen weiter. Und das ist eben, wo der Ölrettich zwar günstig ist, aber es geht ein Haufen Zeit verloren, weil ich 10 Stunden lang erstmal warten muss, ehe ich den als Dünger untergrubbern kann. So rum wäre der Satz richtig. Und das ist schon heftig. Ja, dann sehen wir, Gras hat auch 10 Stunden und zwischendrin Poplar, das sind die Pappeln, 20 Stunden Wachstumszeit. Ja, wie ist das nun im Spiel? Also hier ist es jetzt so, dass um 7 Uhr ist Wachstumszeit für Weizen, Gerste etc. und so weiter. Also für Weizen und Co. sage ich jetzt einfach mal. Und ja, das ist um 7, dann um logischerweise 6 Stunden später um 13 Uhr. Dann nochmal 6 Stunden später haben wir also 19 Uhr und dann um 1 Uhr nachts wieder. Nö,
Da, genau. Helfer wollte ich, aber mit Allrad. So war's. So, und dann schalten wir hier wieder durch. Da schauen wir mal. Denke mal, Vorgewende könnte nicht schaden. Und ja, es wird bestimmt auch wieder ein paar geben, die sich jetzt fragen, ja, wie stelle ich das denn mit diesem Growth Manager ein? Und vor allen Dingen nicht wundern, nicht wundern. Ihr könnt hier bei Pflanzenwachstum nichts mehr umstellen. Denn das Ganze wird ja von der Mod übernommen. Das heißt, hier ist nichts mehr notwendig. Warum ist hier Spritverbrauch niedrig? Hallo? So ein Blödsinn. Braucht man nicht niedrig. Ich werde zur Growth Manager auch noch ein kleines, kurzes Tutorial machen. Das wird mit Sicherheit nicht lange dauern. So viel gibt es da nicht zu zeigen. Aber dass wir das einfach auch in einem extra Video haben, werde ich da noch was zaubern. Und ja, mal schauen. Was auch neu ist, jetzt eben neue Drive Control Version. Wenn wir hier im, wenn wir anfahren, wir fahren langsamer an. Finde ich also auch eine nette Geschichte. Ich habe mir dort den Faktor ein kleines bisschen verändert. Das merke ich, wenn ich im Moment dann eben auf Server spiele. Da ist der Faktor noch nicht aus oder angeglichen. Ich habe den auch nur minimal erhöht, aber ich finde es so ein Ticken angenehmer. Der war vorher mit dem Anfahren auf 0,08 und ich habe ihn auf 0,1 erhöht. Also wirklich nur minimal. Aber das merkt man schon. So, wir haben aber auch schon, und das merke ich gerade, die 16 Minuten schon deutlich überschritten. Fast 17 Minuten. Deshalb sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, wir werden dann auch in den Shop fahren, werden ein bisschen was rummengen. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich wieder. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.